Wenig Zeit. Am Textende gibt's eine Zusammenfassung. Natürlich darf auch Winston Churchill nicht fehlen. Schon er habe gesagt, ein guter Mann stelle seine Partei über sich selbst und das Land über die Partei, erinnert Dominik Grieve die Abgeordneten. Und das ist es, was ich vorhabe. Rund 30 Minuten spricht der frühere Generalstaatsanwalt an diesem Tag im britischen Unterhaus. Es ist eine emotionale Rede, mit reichlich Pathos, das darf in diesen Stunden schon mal sein, aber auch mit klaren Worten. Das vorliegende Gesetz, sagt Grieve, würde zu einem Verfassungschaos führen. Dominik Grieve ist der Mann, der Theresa May an diesem Abend in London ihre bislang schwerste Brexit-Niederlage beschert. Im Parlament geht es um das Gesetz, mit dem EU-Recht in britisches Recht übertragen werden soll. Die Regierung wollte dabei ihren Ministern weitreichende Kompetenzen sichern. Am Ende sollte sie wichtige Entscheidungen ohne Zustimmung des Parlaments treffen dürfen. Viele Abgeordnete wollten das nicht mit sich machen lassen, auch manche unter den regierenden Konservativen nicht. Grieve ist so ein Tory-Mann und Brexit-Gegner, er brachte einen Änderungsantrag ein, dieser sollte dem Parlament eine bedeutsame Abstimmung über ein finales Abkommen mit der EU zusichern. Ein Veto, sollten ihnen die Ergebnisse der Gespräche nicht passen. Wie der Parlamentskrimi ablief. In Westminster wird die achtstündige Debatte an diesem Tag zum Krimi. Immer wieder zieht sich Grieve zurück, sucht Gespräche mit Mitstreitern. Am Ende steht sein Erfolg, 309 Parlamentarier stimmen für den Antrag, 305 dagegen. Die Rebellion ist gelungen. May konnte ihre eigenen Reihen nicht schließen. Die Regierung ist bloßgestellt. Parlamentssitzung in Westminster. Die Tory-Rebellen machen sich nun einen Spaß aus der Sache, heute Abend hat das Parlament die Kontrolle über den EU-Rückzugsprozess übernommen, sagte etwa die konservative May-Kritikerin Nikki Morgan. Kontrolle übernehmen, es ist die Wortwahl der Brexit-Hardliner, die sich von Brüssel stets drangsaliert sahen. Es war auch immer wieder die Wortwahl von May. Eine Demütigung. Mit aller Macht hatten Mays Leute noch versucht, den Schlamassel zu verhindern. Sie setzten dabei auf eine Doppelstrategie, einerseits umgarnten sie die Abweichler, andererseits versuchten sie ein Klima der Angst zu schaffen. Brexit-Minister David Davis und Justizminister Dominic Raab waren für die Schmeicheleinheiten zuständig. Beide präsentierten den Kritikern in den Stunden vor der Abstimmung eine Reihe von Zugeständnissen. Davis teilte etwa schriftlich mit, man wolle das Parlament durchaus vor dem Brexit über den Deal abstimmen lassen. Eilig wurden zudem noch am Mittwoch einige Rebellen in die Downing Street bestellt, ein Versuch, sie noch umzustimmen. Zugleich bedrängten konservative Ips, wie in den britischen Fraktionen Mehrheitsbeschaffer genannt werden, ihre Parteifreunde. Medien berichten gar von Klagedrohungen gegen Tory-Abgeordnete, sollten diese etwas über den Druck hinter den Kulissen ausplaudern. Doch all das half nichts. Es ist zu spät, rief Tory-Rebell Grieve im Unterhaus.